Moin, eine neue Folge Gedanken in der Mittagspause. Ich werde jetzt häufiger mal wieder die Mittagspause dazu nutzen, über Gott und die Welt nachzudenken. Und das ist eigentlich auch das Thema Halloween. Also wir haben im Norden jetzt seit neuestem den Reformationstag, der am 31.10. nun frei ist, sowie auch im Osten. Aber seien wir mal ehrlich, in 5 Jahren wird das Ding einfach nur noch Halloween heißen. Also wir haben Weihnachten, wir haben Ostern und wir haben Halloween. Ein heidnischer Brauch, der im katholischen Gewand daherkommt, also die Nacht vor Allerheiligen, Halloween, wird nun an dem höchstheiligsten Evangelientag zelebriert. Super! Um eins ganz deutlich zu machen, Halloween ist eigentlich nicht mein Problem. Ich werde auch Halloween ein wenig zelebrieren, mit meinem Sohn um die Häuser ziehen und Süßes und Saures spielen. Ich meine, immerhin, der Rubel muss rollen, volkswirtschaftlich ist das ganz in Ordnung. Nein, was mir auf den Keks geht, ist, dass der Reformationstag komplett vergessen wird, dass das einfach jetzt nur noch Halloween sein wird. Also dieses Aufeinanderfallen dieser beiden Tage, das geht mir ein wenig auf den Keks und ich sage euch genau warum. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich bin kein religiöser Mensch, aber sehr wohl ein politisch denkender Mensch. Und dass wir an dem politischen Feiertag, den wir ja durchaus haben, dem 1. Mai, dass wir an dem Tag der Arbeit, statt an so wichtige Sachen zu denken, dass zum Beispiel in den letzten 30 Jahren die Reallöhne überhaupt nicht gestiegen sind in Deutschland, das heißt, dass man inflationsbereinigt, nicht viel mehr auf dem Konto hat als vor 30 Jahren und dass sehr wohl die obersten 10% dieses Landes weitaus mehr verdient haben und die mittlerweile 40% des kompletten Vermögens in Deutschland für sich beanspruchen, während die untersten 50% in Deutschland nur 17% besitzen, dass an so einem Tag, wo man halt irgendwie durchaus daran mal denken könnte, dass ja global gesehen unser gesamter Reichtum, also dass wir so wie die Maden im Speck hier leben, dass das einfach nur darauf beruht, dass andere unter sklavenähnlichen Bedingungen weltweit arbeiten müssen, dass ich hier meine Kamera halten kann, die ansonsten überhaupt nicht so billig wäre. Das heißt, dass unser ganzer Wohlstand durchaus darauf beruht, dass man andere, ärmere Menschen für sich schuften lässt. Das könnte man durchaus einmal so durch den Kopf gehen lassen an dem Tag der Arbeit, aber stattdessen denken wir nur an den Tanz in den Mai. Das ist irgendwie symbolisch gesehen, als ob das Tanzparkett einfach nur gepflastert wäre mit nackten Lohnsklaven und wir tanzen mit unseren Stöckelschuhen drauf und sagen, hey, Tanz in den Mai. Das passiert am Tag der Arbeit und nun wird es auch mit dem Reformationstag passieren. Jetzt denkt ihr euch sicherlich, was ist an dem Reformationstag denn so politisch? Nun, wie gesagt, ich bin nicht religiös, aber wenn man nur die Reformation an sich nimmt oder der Anlass dessen, dann ging es darum, dass die katholische Kirche sich komplett erdreistet hat, dass gewisse wohlhabende Leute sich von ihren Sünden freikaufen lassen konnten durch gewisse Ablassbriefe. Es geht aber bei der Reformation auch nicht nur um diese Ablassbriefe, es geht auch darum, dass man zum Beispiel katholische Ämter früher durch Geld sich erkaufen konnte. Man konnte sich quasi in der kirchlichen Hierarchie sich reinkaufen. Und wenn man das abseits jetzt von Martin Luther, weil die Reformation hat sehr, sehr viel mehr Köpfe als Martin Luther, wenn man nur die Reformation nimmt, dann ist das, wie das Wort schon sagt, eine Reformation. Aber nicht nur eine Reformation, es ist auch eine Revolte gegen die absolute Habgier der katholischen Kirche. Denn man darf nicht vergessen, zu der damaligen Zeit war die Zentralbank, die war nämlich in Rom. Und das war eine Revolution gegen das Establishment, gegen die Machtinstanz damals im Mittelalter. Und nicht nur Machtinstanz, sondern Macht-, Moral- und Kapitalinstanz. Das ist quasi die Reformation dessen, dass bestimmte Köpfe gesagt haben, hey, bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist aber genug. Und die Kirche hat sich damals erdreistet, sich über Gott zu stellen. Wie gesagt, ich bin nicht religiös, aber ganz zentral in dem christlichen Glauben ist nun mal Schuld und Sühne und die ganze Moral, die dahinter steht. Jetzt hat die Kirche sich erdreistet zu sagen, hey, wir sagen, wem die Sünden erlassen werden, wenn sie genug Knete zahlen. Und das kann man eigentlich auch auf den heutigen Tag drauf beziehen, nämlich auf das ganze Bankwesen. Das Bankwesen hat sich erdreistet,
mit den ganzen komischen Swap-Derivaten und komischen Finanzprodukten. Das gesamte Bankwesen der Welt hat sich erdreistet als Motor, um die Reichen reicher zu machen. Sie haben sich erdreistet, etwas zu erschaffen, was überhaupt gar keinen Gegenwert hat. Die Anzahl aller Derivate heute in der heutigen Welt übersteigt das Zehnfache das globale Bruttoinlandsprodukt. Dass das eine tickende Zeitbombe ist, das dürfte jedem bewusst sein. Und es ist ja auch schon mit der Lehman Brothers Krise einmal kurzzeitig hochgegangen. Aber nein, das Bankwesen hat nichts daraus gelernt. Es gibt eine minimale Kapitaleinlage und das Ding wird uns bald wieder komplett um die Ohren fliegen. Und wer zahlt das? Die Steuerzahler natürlich. Also man könnte durchaus am Reformationstag daran denken und sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und mein Punkt, natürlich etwas dramatisierend, um halt vielleicht auch das eine oder andere Ohr, für mich zu gewinnen können, ist, dass wir an einem solchen Tag, wo man durchaus daran denken könnte, den wirklich Kriminellen dieser Erde mal die Stirn zu bieten, an eine Reformation des Bestehenden dran zu denken, dran zu arbeiten, sich auszutauschen, dass man halt einfach sagt, auch wenn man ein kleines Lämpchen in diesem Riesenwust ist, das kaum etwas ausrichten zu vermag, dass man trotzdem mal innehält und denkt, hey, was geht hier überhaupt ab? Was geht in unserer Welt überhaupt ab? Was macht dieses Bankwesen? Müssen wir nicht das alles mal komplett reformieren? Aber statt dass wir dieser ausufernden und nicht zu bändigen Kapitalkrake das Licht ausblasen, da hüllen wir doch lieber einen Kürbis aus und machen dort ein Licht an. Nur mal kurz nachdenken, in diesem Sinne, Happy Halloween!